Ziel unserer Exkursion in Venezuela ist der Salto Angel, der höchste Wasserfall der Welt. Er liegt in der Gran Sabana, einer sagenumwobenen Region, die nur mit Kleinflugzeugen erreichbar ist. Wir fliegen mit einer einmotorigen Cessna, die 10 Passagiere befördern kann. Das Fliegen in diesen Maschinen setzt aber wegen der Turbulenzen einen stabilen Magen voraus. Wir folgen dem Lauf des Rio Caroni, überqueren den meandernden Rio Chorun und nehmen Kurs auf den 2410 Meter hohen Auyantepui. Der riesige Tafelberg hat eine Ausdehnung von 700 Quadratkilometern. Von ihm stürzen die Wassermassen des Salto Angel in die Tiefe. Unter uns der Auyantepui. Wolkenfetze verhindern die Sicht. Die Cessna wird durch die Luftturbulenzen hin und her geschüttelt. Plötzlich reißt die graue Wolkendecke auf und das Naturwunder liegt in voller Pracht vor uns. Der Pilot zieht erneut eine weite Schleife an der Nordwand des Tafelberges. Wir sind begeistert. 1000 Meter freier Fall des Wassers. Damit ist der Salto Angel der höchste Wasserfall der Welt. Die einzige Möglichkeit, dieses Panorama zu filmen, bietet die Heckluke der Cessna. Auf dem Bauch liegend und ohne Sicherheitsgurt ist das natürlich ein Problem. Die Landepiste befindet sich an der Lagune von Canaima, die von den mächtigen Ukaima-Wasserfällen geformt wurde. Aus der Vogelperspektive lässt sich das einmalig schöne Zusammenspiel der gewaltigen Wassermassen und der Savannenlandschaft am besten erkennen. Vom Flug kräftig durchgeschüttelt sind wir froh, sicher gelandet zu sein. Das Flugerlebnis in 2.000 bis 3.000 Meter Höhe gehört aber zweifelsohne zu den Höhepunkten unserer Reise. Während des Fluges nach Canaima war der Angelfall für uns zum Greifen nahe. Für die Exkursion auf dem Wasserweg benötigen wir aber hin und zurück 3 Tage. Nach einer Übernachtung im Ahonda Camp beginnt heute die letzte Etappe zum Salto Angel. Mit einer rasanten Wildwasserfahrt geht es den Rio Chorun hinauf, der unter anderem auch vom Wasser des Salto Angel gespeist wird. Leider ist ein Filmen an gefährlichen Stromschnellen nicht möglich. Das erste Gebot lautet, sich selbst und die Kamera vor der aufschäumenden Gischt zu schützen. Der Rio Chorun ist nur während der Regenzeit befahrbar. Mit viel Geschick und großer Erfahrung manövriert uns der Bootsführer durch die plötzlich auftauchenden Felsen im Fluss. Wer eine Exkursion zum Angelfall plant und die Wildwasserfahrt auf dem Rio Chorun erleben möchte, sollte die Regenzeit im Juli, August nutzen. In der Trockenzeit kann es passieren, dass man mit dem Boot den Rio Chorun gar nicht mehr bis zum Salto Angel hinauffahren kann. Wer bereit ist, die hohen Strapazen dieser abenteuerlichen Reise auf sich zu nehmen und die Wildnis mit all ihren Unbequemlichkeiten akzeptiert, den erwartet im wahrsten Sinne des Wortes ein Naturerlebnis ersten Ranges. Nach
anstrengender Fahrt erreichen wir Ratoncito, die Mäuseinsel. Ein Weiterkommen mit dem Boot ist nicht mehr möglich. Nun gilt es, für die letzte Wegstrecke zum Salto Angel alle Kräfte zu mobilisieren. Vor uns der Salto Angel, zum Greifen nah. Bis dahin ist es aber noch weit. Der Fußmarsch durch den Regenwald dauert etwa 2 Stunden und führt über schwieriges, immer wieder ansteigendes Gelände. Oftmals soll sich der Angelfall hinter Nebel und Wolken verstecken. Auch heute kann man die Steilhänge des Ayantepui kaum erkennen. Doch plötzlich reißt die graue Wolkenfront auf und der berühmte Wasserfall zeigt sich in voller Schönheit. Der Anblick dieser grandiosen Szenerie begeistert uns. Wir sind froh und glücklich, unser Ziel erreicht zu haben. Die gewaltigen Wassermassen schießen unter hohem Druck aus Spalten und Hohlräumen 50 Meter unterhalb des Gipfels hervor. Der Chiron Meru, wie die Pemon-Indianer den Katarakt nennen, gilt mit 1000 Metern Fallhöhe als der höchste Wasserfall der Welt. Weil auf dem Haus der Götter, dem Ayantepui, der Buschpilot Jimmy Angel als erster Mann sein einmotoriges Flugzeug landen konnte, nennt man den Wasserfall heute Salto Angel. Die geborgene und restaurierte Maschine kann in Ciudad Bolivar besichtigt werden. Ein anstrengender Tag neigt sich dem Ende. Müde und erschöpft gehen wir zurück zu unserem Boot. Heute Nacht werden wohl alle Reiseteilnehmer besser in ihren Hängematten schlafen.